Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2. Letzte Woche sind wir ein bisschen mit dem Bootchen gefahren, kommen aber nicht weiter und versuchen jetzt hier den Damm aufzukriegen und müssen uns hier tatsächlich erstmal durchkämpfen. Man hat eben auch schon die Soldaten gehört. An den Funksprüchen soll man sie erkennen. Hier hinten ist eine Kanone. Da stelle ich mich jetzt erstmal. Ah, das ist nur eine Deckungsschade. Ich dachte, da wäre auch eine Kanone. Hier sind zwei Verhörräume, das Combine. Gucken wir mal in den einen rein. Ah, hier liegen schon mal Munition. Die sind natürlich jetzt sofort gewarnt worden, dass ich hierher komme. Das ist klar. So, hier sind Granaten. Interessant. Können die mir vielleicht, bringen die mir vielleicht was? Die Combines reagieren nämlich ziemlich stark auf Granaten. Die wissen quasi genau, dass da eine Granate ist und rennen dann auch weg. Nicht so wie früher. Da ist ja noch ein Typi. Nein. Und ein Manhack ist hier auch noch. Der hängt jetzt hier noch in der Architektur fest. So. Die waren hier drin und sind dann gestartet worden. Und ja, nehmen wir mal die hier. Ja? So. Das ist die Stelle, wo die Waffe ist. Ah, ich vergesse immer, dass das keine gute Idee ist. Okay. Wir sollten näher rankommen und das ist wahrscheinlich die Stelle, für die Granaten gedacht sind. Ich gehe jetzt mal vor und schau mal. Okay, kann ich da noch eine Deckung finden vielleicht? Nein, da ist keine Deckung mehr. Also muss ich jetzt vorrennen, eben eine Granate hinwerfen. Das hat nicht geholfen. Das eher was. Und das hat auch wirklich gewirkt. Das war das Gerät, was ich eigentlich im Kopf hatte. Und tatsächlich werden wir das auch brauchen. Später auf dem Rückweg kommen hier die Soldaten von der anderen Seite, logischerweise. Das heißt Soldaten. Das ist ja nur Civil Protection. Die sind ja noch gar nicht so stark gerüstet. Ja, die kriege ich ja mit meiner normalen Handfeuerwaffe problemlos besiegt. So, da geht die Tür zu mit Absicht, dass ich dann auf dem Rückweg meine. So. Da liegt noch eine Granate rum, die ich nicht einsammeln kann, weil ich schon voll bin. So. Und dann geht es jetzt weiter. Und hier sehen wir also die Tür. Die Kontrollen haben sie kaputt gemacht, dass ich sie nicht aufmachen kann. Ich muss hier aber weiter. Na, zum Glück hängt hier was Schweres. Das kann man doch einfach. 1, 2. Dann brennt dieses Fass. Ich gehe wieder rein. So. Ich bin reingegangen, weil ich gedacht habe, dass dieses Fass mir in die Fresse explodiert. Aber wie man sieht, wir haben einen Alarm ausgelöst. Und da kommt direkt Nachschub für die Soldaten. So, und dann wollen wir doch mal, jetzt können wir hier nämlich ganz einfach den hier machen.
das, was die mit uns vorher gemacht haben. Jetzt den machen. Und zwar einfach die... das MG-Geschütz gegen sie verwenden. Das, was wir jetzt hören, ist eine... Kamera. Die ist ja hier drin. So, und jetzt auf dem Rückweg geht das hier natürlich genauso weiter. Die Combine-Soldaten sind jetzt halt mittlerweile quasi da, wo ich vorher war. So. Ich schieße viel zu weit nach links. Da standen sie direkt hintereinander, sodass ich die zusammen abschießen konnte. Und hier ist jetzt... Jetzt ist hier einer mit dem Geschützturm. Auf dem Rückweg haben sie das dann hingebaut. Ich hatte gedacht, der wäre schon auf dem Hinweg hier. Tatsächlich wird der aber erst hingebaut, wenn ich zurückkomme. So, die Tür geht nach innen auf. Schiebt mich erstmal weg. So... Und dann können wir zurückgehen zu unserem Boot und weiterfahren. So, die Leitern nach unten funktionieren hier auch viel besser als in den ersten Teilen. Also sprich in der alten Engine. Da haben sie auch einiges gelernt und die Source Engine verbessert. Hier ist nochmal Munition zum Einsammeln, Batterie und Medikit. Und dann geht's weiter. Hier schießen sie auch auf uns. Aber ich kann hier einfach weiter. Da sollen sie doch schießen. Auch die Raketen. Wenn ich einfach weiterfahre und nicht immer in der geraden Linie fahre, sodass der nicht vorhalten kann, kann der mir nicht viel anhaben. Da kann man einfach drüber fahren. So. Bootchen fahren macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Da ist einer von den Granaten, Raketen, was auch immer, etwas nah an uns explodiert. Muss man ein bisschen gucken, dass wir nicht... So, die setzen das hier in Brand, aber ich kann hier drüber ein bisschen durchs Feuer durch. So. Müssen wir vor allem einfach aus dem Weg können. So, unser Anzug ist jetzt leer. Und ich speichere mal. Jetzt geht es erstmal unterirdisch weiter, aber wir kommen mal wieder hoch und werden dann weiter beschossen. Tatsächlich sollten wir hier, solange wir nicht stehen bleiben müssen, möglichst in Bewegung bleiben. Dann können wir einen Großteil der Soldaten abnurieren. Hier geht es außen rum. Ich muss auch etwas schnell reagieren. Das war wieder ein Lambda-Cache, den ich mal so im Durchfahren eingesammelt habe. Speichern, so. Und hier sieht man schon... So, dann eine der Röhren entscheiden. Da geht die Tür zu, also fahren wir nach links. Da ist die Tür auch zu. Gut, dann würde ich sagen, halten wir doch mal hier irgendwie an. Auf der anderen Seite war ein Zaun im Weg. Das ist jetzt, ne, schnell in Bewegung bleiben, heißt auch schnell Sachen sehen. Hier war der Zaun, hier kann man anhalten, hier war keiner. Also halten wir hier an. So ein Vorhängeschloss ist jetzt nicht der beste Schutz. Da kommen wir einfach durch. Schauen mal. Hier ist Alarm ausgelöst gewesen. Das heißt, ich erwarte wieder heftigen Combine-Widerstand. So. Ich bin mal still und warte. Da kommt nichts. Also kann ich nachladen. Ach. So. Das hier wäre Lebensenergie. Und dann können wir speichern und weiter.
Okay. Oh, hier ist ein Schießhubschrauber. Das heißt, wir sollten in Bewegung bleiben und dahin gehen, wo wir hin müssen. Der schmeißt einen Manhack. Da sieht man auch, die kann man in die Hand nehmen und wegwerfen. So, und da wollen wir hin. Denn hier sind wir zumindest vor dem Hubschrauber sicher. Und das wird jetzt natürlich eine Stelle sein, wo wir... Ja, komm schon. So, in dem Spiel hat man nicht so viel Zeit zum Zielen. Und das ist üblicherweise auch genau mein Problem. So, 3 Schuss haben wir noch. Und ich weiß, es sind auch noch mehr als 3 Leute hier. Plus der Hubschrauber. Sieht nicht sehr gut aus mit unseren 8 Lebensenergie. Mit unseren 28 Lebensenergie. Mit unseren 78 Lebensenergie. So. Hier ist nichts mehr. Da hinten ist noch ein Supply. Etwas Batterie und Munition. So. Dann speichern wir mal. Wie ihr seht, ich brauche eine Weile zum Zielen. Und das ist genau mein Problem in diesen Spielen. So. Da erstmal hier dem Hubschrauberausblick wieder. Weil der natürlich uns abschießen will. Der Hubschrauber kam da durch. Das war ein verbrauchter Schuss und noch ein verbrauchter Schuss. Den da unten habe ich übersehen. Das ist das Blöde an mir und dem Schießen und den starken Waffen mit wenig Munition. So. Hier bekomme ich nochmal Suit-Energie. Denn jetzt müssen wir nochmal hier durch, wo der Helikopter ist und auf uns schießt. Oh, er ist schon da. Okay. Das wusste ich nicht. Wir müssen jetzt rausfinden, wo wir hin müssen. Glücklicherweise habe ich gespeichert. Unsere Auxiliary Power ist leer. Ist das hier drüben vielleicht? Ne, hier ist noch ein Bonus. Ich muss kurz was von so lang müssen. Wenn ich dabei drauf gehe, dann bin ich halt drauf gegangen. Da geht's nicht durch. Ist das hier? Ah ja, hier war das. Okay. Einfach zu laden, während man... So, wir wollen hier die Tür aufmachen. Und mit dem können wir dann auch den Hubschrauber besiegen.
Ja, genau, mach dich ab, verschwind. So, nein, ich will dich nicht mehr haben, dankeschön. So, und hier können wir uns jetzt heilen. So, und runtergehen. Und wie man gesehen hat, er nimmt automatisch, nicht wie früher, er nimmt automatisch die Leiter. Ich renne jetzt mal zurück und gucke, ob da, ja doch, die Lebensenergie von uns ist ja voll. Die Südenergie haben wir voll verbraucht gehabt. Die Lebensenergie von uns ist voll. So, dann hüpfen wir mal hier drüber und gehen zurück zu unserem Bootchen. So, jetzt haben wir die Tür aufgemacht. Und so nochmal ein Freudenspeicherer. Durchführen und hier hindurch zum nächsten Abschnitt. Und da kommt der Hubschrauber gerade wieder, beziehungsweise so wie der nicht brennt, ist das der nächste Hubschrauber. Also weiter geht's. Oh, der schmeißt Bomben. Ja. Da haben sie dazugelernt. Sie schicken einen Hubschrauber, der Bomben werfen kann. Und ja, also ausweichen. So. Hier rein. So. Und da hat es geklingelt. Das ist wahrscheinlich die Post. Ich gehe mal eben nachgucken. Sorry, da musste ich schnell reagieren. Ich bin wieder da und hatte natürlich die Aufnahme der Zeit pausiert. Und wir spielen weiter. Da war tatsächlich Post und ich bin gerade allein im Haus. So, weiter geht die wilde Fahrt mit dem wilden Boot und dem bombenwerfenden, schießenden Hubschrauber. So, die Actionmusik geht auch schon los. Das hier wird ein toller Teil. Wir wollen den Bomben natürlich möglichst ausweichen. Und der Hubschrauber ist auch nicht blöd. Der merkt, wenn wir ausweichen und fährt uns immer schön ihnen vor die Nase. Na naja, gut, okay. Nicht hundertprozentig immer, aber oft wirft er die Bomben so, dass sie zu den Weg zurollen. Die Bomben explodieren übrigens nach einer gewissen Zeit. Und wenn ich dagegen oder zu nahe komme, dann explodieren sie auch. Jetzt zum Beispiel weiß er, dass ich hier typischerweise nach links ausweichen wollen werde. Und hat die Bomben hier schon entsprechend hingebracht. So, mein Freund. Jetzt bin ich hier unten drin. Da kriegst du mich so schnell nicht. So. Aber das war natürlich noch nicht alles. Hier geht es natürlich weiter. Jetzt auf den Röhren entlang. Der Vorteil von so einem Luftkissenboot ist, wir können natürlich allen möglichen Quatsch machen. Auf den Röhren, in den Röhren. Fast wie bei Big Rigs. Und wer das nicht kennt, sucht mal nach dem Angry Video Game Nerd und Big Rigs. Und wenn ihr nicht die ganze Folge vom Angry Video Game Nerd sehen wollt, dann schaut, sucht danach einfach noch mal nach Fake Commercial. Das ist, aber... Ihr könnt auch sein komplettes Review von diesem schlechten alten Spiel angucken. So, guck mal, ich kann hier sogar einfach am Rand entlang fahren. Das ist einfach nur lustig. Und es ist tatsächlich auch so, jetzt bin ich mal in die Bombe reingefahren, tatsächlich auch so, dass das halt auch dafür da ist, Spaß zu machen. Da werde ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal eine Bombe abkriegen. Jawohl, zwei sogar. Ja. So, da hat mir der Hubschrauber gezeigt, dass ich nach rechts muss, indem er schon mal vorgeflogen ist. So, und das ist jetzt fies. Ich muss hier durch. Und da ist die Bombe. Der weiß genau, wo ich lang muss.
Und jetzt geht's hier rein. Hier rein. Ja, genau. Genau hier rauf. Das ist genau die Stelle, wo ich hin will. Tatsächlich. Wow. Daran kann ich mich gar nicht erinnern, dass hier ein Fenster offen war, wo der reinwerfen konnte, die Bomben. Ich wollte nur eben schnell die beiden Sachen nehmen. Jetzt kann ich meinen Suit nochmal schnell aufladen. Der kann hier scheinbar einfach so durch. Ich will das Boot nach unten bringen. Und wieso kann es sein, dass ich nicht gedrückt halten muss, sondern einmal kurz drücke und dann fährt das runter und durch das gedrückt halten habe ich wieder... Nein, es fährt einfach wieder hoch, wenn er fertig ist. Okay. Dann speichern wir und fahren weiter. Und hier kommen Raketen angeschossen. Einfach so aus dem Nichts. Nein. Nicht einfach so aus dem Nichts. Ja. So, und selbst hier ist es so, dass wir jetzt an diesem Turm hochspringen können. Zack. Und drüber ist schließlich ein Luftkissenfahrzeug. Ja, das ist hier tatsächlich die Antwort für alles. Wir sind hier auf einem Luftkissenfahrzeug und können quasi machen, was wir wollen. Da werden wir von dem Panzer und von dem Hubschrauber beschossen. Und tatsächlich sah ich keine Chance, irgendwie auszuweichen, da wir hier durch müssen. So. Das sieht jetzt natürlich so aus, als wenn es hier nicht weitergeht. Ist auch ganz gemein, die Stelle hier dann Ladebildschirm hinzumachen, denn direkt hier müsste... Nein, hier ist kein Lambda-Cache. Ja, dafür giftiges Wasser ist super. Dann gehe ich her und nehme das Autosave. Und das lasse ich nicht auf mir sitzen. So. So, und hier ist wieder ein Sprung, den wir herstellen müssen erst. Und zwar ist hier, wenn wir gucken, ist hier ein Draht gespannt, ein Seil gespannt, hier zu diesem Ding. Und dieses Ding ist quasi das Gegengewicht. Dann sammeln wir erstmal die Heilung ein. Das Gegengewicht. Das Problem ist, das Gegengewicht ist nicht sonderlich schwer. Also auch wieder genug Gewicht hineinwerfen. Und den Stuhl noch dazu. Lass mal hier. Können wir irgendwo hoch? Ja, da können wir hoch. Na? Und hier haben wir eine Waschmaschine, die können wir auch noch reinwerfen. Und die ist natürlich dann schwer genug am Ende. Die Waschmaschine hat es natürlich ausgemacht. So eine Waschmaschine wiegt ja auch einiges, also ganz ehrlich. So, einmal zurück. So, und dann speichern und mit Vollgas über die Rampe. Okay. Und dann geht es hier weiter. Da muss ich mich selbst eben orientieren, weil ich es nicht mehr auswendig wusste, wo es weitergeht. Mann, ist hier Dreck. Hm. Ja, es ist gut ein... Es ist schön, mal wieder ein nettes Gesicht zu sehen. Kann ich die haben? Bin da. Here, take a look at this. This here is the dam. It's just up ahead. Eli's hideout is here, a stone's throw from the apron and nestled in the old hydro plant. But getting there,
With that hunter chopper on your ass, next to impossible. Good news is, the Vortigaunt's working his magic on your airboat, so you'll have a little more firepower going forward. I think he's just finishing up now. Go on out. Ja. Schnell das Modell vom Airboat ausgetauscht und eine Waffe angebracht. There we are. That gun came off one of the same hunter choppers that you're up against. I always like to use a little iron in a firefight. Take that chopper down, and you should be able to tear on through to Eli's place. The Freeman will accept this weapon or suffer greatly on the road ahead. Das war natürlich, ne, rein spielmechanisch war das einfach, man hat mich weggelockt, damit man das Boot austauschen konnte. Ich habe hier geparkt, jetzt steht's da. Das war einfach nur ein, wir tauschen das Modell aus. Das ist jetzt spielengine-technisch einfach ein anderes Boot, aber es kann schießen. Hat 100 Schuss, danach muss es nachladen. Und das tut's automatisch. Ja, und das heißt, es ist selbstverständlich, dass wir jetzt dem Kampf gegen den Hubschrauber bevorstehen. Achso. Und das heißt auch, dass der Hubschrauber sich jetzt richtig gegen uns wehren wird. Das ist quasi ein Zwischenbosskampf. Da treffen wir noch nicht. Das ist für mich echt schwer, weil ich das Boot und die Waffe drehen muss. Keiner mehr. Es scheint so, als wäre ich jetzt durch. So. Ah, ich kann mit dem Boot, ich muss es gar nicht aufmachen. Ich kann mit dem Boot hier außen rum. Erstmal will ich gucken, was hier drin ist. Ich hab gedacht. Mehr Supplies. So, ich kann übrigens diese Regale auch umspringen. Wieder Physik Engine und so. Entschuldigung. So, und weiter geht's. Der nächste Teil des Kampfes steht bevor. Jetzt zwar schießen, ich könnte aber auch einfach dagegen fahren. So. So schnell weg. Ich brauche mich gar nicht zu interessieren, ob ich die treffe oder nicht. So. Ja. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, den Endkampf, den verschiebe ich auf die nächste Folge. Ich möchte nicht jetzt eine Dreiviertelstunde aufgenommen haben, weil ich den Endkampf länger brauche. Kann natürlich sein, dass ich ihn beim ersten Mal schaffe, aber trotzdem vertröste ich euch auf nächste Woche für den Endkampf. Von daher sage ich für heute, ciao, miau.